Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich möchte mich erstmal entschuldigen für meine Inaktivität auf Facebook und Twitter. Ich werde bald wieder etwas aktiver werden. Ich mache gerade eine etwas schwerere Phase in meinem Leben durch, aber das soll mich nicht davon abhalten, hier weiterzumachen, denn das ist mein YouTube hat mich schon mal geholfen und es wird auch diesmal schaffen, dass ich mich mit ausschließlich positiven Dingen befasse. Und deswegen habe ich mir heute eine Videoidee ausgedacht, vielleicht ja sogar ein Tag. Es soll um die 5 Lieblingsdekorationsobjekte gehen, die ich hier in meiner Wohnung habe. Und ich würde sagen, ich verschwende keine Zeit und fange am besten mal an. Nummer 1 sind definitiv diese beiden Buddhas hier für mich. Ich liebe Buddhas. Diesen Buddha habe ich mit 16 Jahren von meinem Onkel bekommen. Er hat ihn aus Kathmandu, Nepal, mitgebracht. Und als ich 16 war, habe ich ihn bei ihm zu Hause stehen sehen und war irgendwie total begeistert, weil er hatte viele Mitbringsel aus aller Welt zu Hause und das hat mich sehr, sehr in den Bann gezogen, dieser Buddha. Und deswegen hat er ihn mir geschenkt und der ist für mich sehr, sehr wichtig. Und dann ist hier noch ein aus Speckstein, es soll auch ein Buddha sein, den hat einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben gemacht. Und der hat jetzt eine noch größere Bedeutung für mich bekommen und ich freue mich, den zu sehen und der steht auch bei mir. Ja, das Ganze hat keine Reihenfolge, aber das nächste Teil, dekorativ, ja, ist es auch. Aber das ist für mich auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall für mich Duftkerzen. Und eine meiner Lieblingsduftkerzen ist eben Lake Sunset. Ich versuche mal, das unten in der Infobox zu verlinken. Eine der geilsten Yankee Candle Kerzen, egal als Tart oder Kerzen, Tumblr oder was auch immer. Ich liebe diese Kerzen. Deswegen sind sie definitiv in meiner Top 5. Dann kommen wir zu meinen beiden Foo Dogs. Diese beiden süßen Foo Dogs, das sind tibetische Hunde, die man damals in Tibet mitgegeben hat, die eben schützen sollten. Und diese Foo Dogs habe ich mir bei Taikong in Hamburg gekauft. Ich habe die gesehen und Taikong ist einer meiner Lieblingseinrichter. Und ich dachte mir, ich möchte mir eine schöne Erinnerung mitnehmen. Deswegen habe ich diese in seinem Geschäft gekauft und sie sind für mich Lieblinge in meiner Wohnung. Dann kommen wir zu einem weiteren, und zwar Nummer 4. Das ist dieses Bild hier. Mein Kater macht Randale. Und zwar ist das von der Ausstellung Inside, Manchester Art Gallery. Da war ich in Manchester und da war eine Kylie Minogue Ausstellung. Ich bin ein großer Kylie-Fan. Da vorne sieht man auch ihr aktuelles Albumcover. Ich liebe Kylie sehr und das war eine wirklich tolle Ausstellung mit ganz, ganz vielen Sachen, persönlichen Dingen von ihr. Das hat mir gut gefallen, deswegen habe ich mir die Broschüre gerahmt und habe sie mitgenommen. Ja, und Nummer 5 ist diese Lampe hier im Hintergrund. Ebenfalls hat sie was mit Kylie zu tun. Sie ist aus meinem Kylie Minogue Projekt. Ich liebe diese Lampe einfach. Sie ist so schön zeitlos und ich finde das unglaublich toll, dass ich sie immer wieder neu entdecke quasi. Also sie passt sich immer wieder an, weil sie eben sehr klassisch, aber modern ist und sich eben sehr, sehr gut... Sie ist wie ein Chamäleon quasi. Und deswegen habe ich sie ausgewählt. Ja, ich möchte gerne taggen. Ebru, Dunja, Nadine, also Empathy, dann Kelly und Kind of Rosie, ihr 5, ihr seid getaggt mit meinen 5 Home Lovers quasi. Ich hoffe, dass euch diese Idee gefällt. Ich bin gespannt, ob mir andere YouTuber ebenfalls ihre 5 Lieblingsdekorationsobjekte zeigen. Wenn du da Lust hast, mach doch das Video bitte und dann schaue ich es mir an. Poste gerne den Link dann unten in die Kommentare und du gibst, wenn dir dieses Video gefallen hat und die Idee gefällt, einen Schmetterling quasi, einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich habe mich über den Kommentar von Marie Jam gefreut. Dazu kann ich dir nur sagen, miau. Ja, ich danke euch fürs Einschalten, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Wochenstart und wir sehen uns dann demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns. Ciao, euer Basti. Tschö. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Wir beide haben uns heute überlegt, meine Schwester Vanessa und ich, dass wir mal eine neue Kategorie... Dieses Mal hat mich darauf gebracht, die liebe Ebru. Ich verlinke euch mal hier ein Foto. Ebru hat mir ein Foto gepostet.